Heute sind wir zu Besuch bei unserer gruseligen Tante und wir müssen probieren, sie zu überleben. Können wir es schaffen? Los geht's! Hey, guck mal, Kasper! Da schläft einfach dein Opa. Guck dir das mal an. Opa, aufwachen, Opa! Nein, das ist die Tante. Das ist nämlich deine Tante. Ah. Das mal an. Was hatten die da auf dem Kopf, so eine Tasse wie oder was? Wie schielt die denn, Alter? Alter, das ist ja voll das Schielauge. Stimmt. Übertrieben. Okay, warte mal. Wir sind jetzt hier bei ihrem Haus, so, ne? Aber ja. Irgendwie sieht man das alles nicht geheuer aus. Guck mal, hier ist so ein Faden, kann man da dran ziehen? So ein, wie sagt ihr, so ein Seil? Aber ich würde mal sagen, lass mal bis das Haus abchecken, okay? Wollen wir das Haus abchecken? Nein, die ist wach geworden! Lauf! Was ist mit der los? Wieso ist die so schnell? Omi ist am Laufen, oder was? Tante, hau ab! Oh Gott, hau ab hier! Oh, ist gerade gar nicht. Alter, so schnell! Was ist das für Fleischbällchen hier links? Ich hoffe, dass das, oh mein Gott, die hat mich fast. Die hat mich fast. Ich auch, ich will gar nicht. Ich hat die, Bro! Eine Sekunde vor dem Boden hat die mich. Laufe! Ja, sehr gut. Komm, lass sie lieber schnell nach oben gehen, bevor die euch wieder aufwacht. Die ist gerade eingeschlafen, ne? Ey, die sieht ganz, ganz verrückt aus, Kaspar. Das ist echt nicht normal. Die sah auch ganz eklig aus. Ich hab die gar nicht mehr wiedererkannt. Guck mal, da ist sie, da hinten. Siehst du sie? Ja, ich sehe die, sieht ja richtig merkwürdig aus. So, was ist da vorne? Da ist ein Abzeichen hier hinten. Dafür musst du da runterspringen. Ja, der wieder ein jetzt gerade runtergesprungen ist, ne? Ja. Okay, ich brauche kein Abzeichen. Ich werde nämlich nie draufgehen, diese Runde. Was sind denn das für Fleischbällchen? Nie draufgehen? Ich werde nicht draufgehen. Ich werde, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ey, du hast mich reingeschubst. Du hast mich reingeschubst in die Bärenfalle. Alter, die guckt ja hier rechts, sich gerade. Ja, Alter, die guckt auch. Guck mal die Augen. Die guckt mich an und einfach noch die Decke. Und noch mich auch noch. Und dich auch noch. Die steht in drei Richtungen. Das stimmt irgendwas nicht. Hier ist ein komischer Haken. Was machen wir mit dem? Was machst du? Wow. Oh Gott. Alter. Was? Wappi! Zeig Pass mal auf, der Haken. Der Kleiderbügel. Der wird gleich rechts neben dir liegen. Das ist locker nur ein Blick richtig. Okay. Ich sag dir, Kaspar, weißt du? Wenn ich sage, ich werde nicht drauf gehen, dann gehe ich auch nicht drauf. Das passiert dann nicht. Ich habe das Gefühl, dass du früher oder später noch hops gehst. Aber wir werden es ja sehen. Nein, auf gar keinen Fall. Du gehst aber gefühlt bei jeder Stage drauf. Ja, was? Ja. Kann aber guck mal, sogar Fatma macht es besser als du. Nee, die ist auch untergefallen. Jetzt ist sie draufgegangen, leider. Okay. Spikes! Oh Gott. Das könnten auch so Edelsteine sein. Oder sowas. Oh Gott. Okay, das war auf jeden Fall echt knapp, muss ich sagen. Aber ich bin hier immer noch guter Ding. Was ist das denn ein großer Raum? Da vorne ist Omi! Nein! Die kommt! Ich will nicht draufgehen. Ich geh hoch. Hier hochgehen, ne? Oh nein. Das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Oder? Nein, die kommt! Wir können da nicht hoch! Die kommen! Ja, ich bin oben! Ich bin auch oben! Ja! Und was jetzt? Willst du jetzt? Ja, und jetzt? Oh Gott! Nein! Ja, ich hab sie ausgetrickst! Ach, sie hat mich geholt! Jetzt bin ich draufgegangen! Omi! Alter, die ist voll schnell! Yippie! Ich hab's rausgeschafft! Die hat voll dünne Arme, Alter! Ey, musst du so schnell? Ja. Da muss man ein bisschen Skill aufweisen können, ne? Sonst funktioniert das Ganze nicht. Die hat mich schon wieder geholt. Was soll denn das? Ich sag nur, wer eben gesagt hat, ich will dieses Mal nicht draufgehen. Natürlich zählt das. Natürlich zählt das. Na klar. Wie soll ich denn am besten ausweichen? Kann die über den Tisch klettern? Nein, du musst einfach so ein bisschen um die Ecke laufen, dann kommt sie gefühlt gar nicht hinterher. Also dafür ist sie auf jeden Fall viel zu schlecht. Alter, die hat echt SpongeBob-Geräusche. Ich weiß. Oh Gott, sie ist gerade außer Atem gegangen. Okay. Ab jetzt gehe ich aber nicht mehr drauf, Kaspar. Ja, Digga, ab jetzt. Wahrscheinlich gilt das jetzt. Mann, ey, die hat mich zweimal geholt, die Alte. Aufpassen hier. Dann lass mal. Wo bist du da? Hier unten. So. Okay, alles gut. Sturzschaden? Oh nein, da unten die Spikes, ne? Sturzschaden. Warte mal, was ist das für eine Blase hier? Was ist das für eine Pflanze? Kann man da dran essen oder was? Kann man da durch oder so? Wow! Hä? Ich bin in der Kugel! Hä? Warte, die Respawn. Ich bin auch in der Kugel! Nein, Bro! Oh Gott! Nein! Man konnte die nicht steuern, die blöde Kugel! Ja, doch kann man! Ich bin Profi! Ich schaffe es! Oh
Gott. Und oh Gott, ich bin unten. Weiter. Ja, so sieht oh mein Gott, aus, hier ist so ein Ausgang, wo wir genau die Kugel reinpasst, ne? Da, ich sehe dich. Und oh, na, Bro, was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen, wie jemand in so viele Teile geflogen ist. Egal, es war auch so knapp vorm Ende. Ich, wie weit soll ich denn noch hier runterspringen? Warte mal, guck mal hier, guck mal, Abkürzung. Ja. Mann, Alter, das wäre schon knapp gewesen. Glaubst du, ich schaff das? Das schaffst du nicht. Yo! Oh mein Gott! Abkürzung des Todes! Oh mein Gott! Ich hab zweimal die Ebene übersprungen, Alter, wie eine Maschine! Das sah echt sehr, sehr verrückt aus, würde ich sagen. Oh Gott, okay. Okay, hier geht's schön rein. Ja, hier geht's rein. Sag mal. Das glaube ich nicht. Ich wollte gerade sagen, sag mal. Was ist hier rechts? Was ist das? Die Gulagune, oder was ist das hier? Nein, die Gulagune. Guck mal, der Pfeil zeigt da aufs Wasser. Ja, ja, rein, okay, oder? Ins Wasser reingehen. Oh mein Gott! Runtertauchen! Ja. Yo, pass auf die Minen auf, die Unterwasserminen. Das geht ab, Alter. Okay. Hey, wo lang? Du hättest auch links reinschwimmen können. Ja, ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich glaube, wir knapp. Oh Gott. Okay, hier geht's nach oben. Ah, okay. Hier geht's nach oben. Und raus, okay, und raus. Wie fühlst du dich, wieder jetzt im Kreis geschwommen, oder nicht? Ich glaube, ja. Nein, alles gut. Oder? Nein, aber was wäre, wenn wir links gegangen sind? Was wäre denn da gewesen? Wahrscheinlich ein sehr, sehr krasses Abzeichen oder eine Sackgasse. Guck mal! Die bunten Frösche! Das sind Giftfrösche, ne? Pass auf! Ja, Oh Gott! Vorsichtig! Aufpassen! Ja, okay. So. Okay. Wir lassen hier schön. Einmal. Nein! Schnell, holt den! Frösche greift ihn an! Nein, haut ab hier, ihr Giftfrösche! Alter, voll die Mist! Ich muss aufhören! Das Gefühl, wenn mich ein Frosch so anleckt, dass ich mich in den verwandle. Das war's mit dir. Das war's. Ach so! Das Gefühl. Ja? Dass ich ein Froschmensch oder sowas werde. Ja, stimmt. Okay, lass mal hier hochgehen. Ey, das sieht voll die krasse Obby auf jeden Fall, ne? Voll die coolen Kulissen. Ist so, Alter, pass auf da! Hast du die Kugel nicht gesehen? Bombenpflanzen. Das sind Bombenpflanzen. Ah. Oder sind das Fallen? Das ist wie bei Mario, ne? Ja, sieht echt auf jeden Fall so aus, in die Richtung. Okay, lass mal hier den Wasserfall runter. Wow. Okay, safe. Yo, ich bin so tief gelandet jetzt gerade, ne? Alter, ich auch. Wo müssen wir hin? Da würde ich gerne mal echt runterspringen. Einfach müssen raus, wir, oder? Da, ja, da. Die Bretter müssen wir nehmen. Lol, und jetzt, wohin? Da? Hier vorne, hier rein. Okay. Und dann können wir ja die Bretter einfach einzeln nehmen, ne? Man müsste eigentlich immer nur ein Brett nehmen, glaube ich. So, ein Brett und nehmen. Ja, aber das Ding ist, die Kugel konnten wir auch nehmen. Müssen wir die Kugel vielleicht hinbringen? Oh nein, Tatsache. Oder? Ja, wir müssen die Kugel hier. Oder? Oh mein Gott! Was ist? Drück aufs Totem, da ist ein Totem. Was passiert? Oh nein! Was ist denn jetzt los? Hallo? Oh was Gott! Der? Wo bin ich denn jetzt? In welche Welt? Hä? Was? Hä? Siehst du die Chili? Wir sind in der Chili-Galaxie. Lol, okay, essen. Ich hab die jetzt. Oh mein Gott. Boah, Alter. Ey, wir sind in irgendeinem Fiebertraum oder sowas. Ja, Mann, was ist los mit uns? Oh Gott. Achtung. Hier rüberspringen die gruseligen Augen. Ich hol dich ein, Kaspar. Ich hol dich ein. Niemals. Und eingeholt. Hä? Ich seh dich gar nicht. Bei mir bist du noch hinter mir. Ich bin vor dir. Die ganze Zeit vor dir. Ein schwarzes Loch rein. Ja. Wo sind wir? Alter. Wow. Alter, was war das? Wow. Wo gehen wir hin? Hoch. Wo fahren wir hoch? Nein. Hast du auch eine Bazooka an der Hand? Ja, ich glaube, es wird jetzt, ganz heftig jetzt hier werden. Oh nein. Okay. Wieso? Oh mein Gott, da hinten ist unsere Tante! Da! Schieß auf sie rauf! Nein! Okay, los! Ich kann doch nicht so weit schießen irgendwie gerade. Pass auf, dieser so ein Totem! Oh nein, jetzt wird's, glaube ich, ganz verrückt. Alter! Ist nochmal 10-mal größer geworden! Ey, und 10-mal dicker! Hau ab! Schnell! Pass auf, die haben irgendwelche Superkräfte! Oh, was macht ihr da jetzt? Nein! Wow, aua, Alter, hat die mich getroffen! Jo, mich nicht! Was macht ihr da? Kann die bitte aufhören? Oh mein Gott, aufhören! Alter, es regnet Meteoriten! Hier, immer schön draufhauen, da fehlen nicht mehr viel. Tante Audi, hau ab jetzt! Tante Audi, hau ab hier! Oh Gott! Das brennt auch schon alles, der ganze Boden! Jetzt hat er wieder diese Kugel in der Hand! Und in die Skilaufen! Sind wir getroffen? Boom! Alter! Was passiert mit der? Die explodiert und sie hat sich aufgelöst. Was? Wo ist sie hin? Und jetzt? Haben wir sie besiegt? Oder?
Glaubst du, dass er sie besiegt hat? Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich könnte mir vorstellen, ja. Warte mal, ich komme gerade zu dir. Was ist da für eine Insel? Ja. Was ist das da? Ja. Hier geht es lange auf jeden Fall. Also, hier ist ein Steg. Was ist auch alles für eine Welt hier, bitteschön? Ich weiß nicht, wir sind hier irgendwie. Oder ist das vielleicht ganz nur so ein ganz, ganz schlimmer Albtraum? Das könnte ja auch sein. Es könnte auch sein, dass wir irgendeinen komischen Traum haben oder sowas, ne? Ja. Ist da vorne? Wer ist da? Du hast es geschafft! Ja! Yo! Wir sind rausgekommen! Wir konnten Tante Odi entkommen! Endlich! Juhu! Die müssen heute dem Flughafen entkommen, denn der hat zugemacht, Kasper. Ich muss aber auch gestehen, ich habe echt leichte Flugangst, ne? Ja? Ich habe leichte Flugangst. Muss ich einfach sagen. Ja gut, okay, dann würde ich sagen... Deswegen schnell raus hier. Ja, schnell raus hier. Zeigen? Ja, ich zeig dir den Weg, Freunde. Also hier auch, lass auf jeden Fall noch gerne mal ein Like und ein Abo da bei uns beiden. Hier kommen nämlich täglich Roblox Folgen. Und komm, lass mal schnell hier über die Koffer rüber, okay? Okay, so, let's hier, go. Zack. Oh. Ey. Sind das irgendwie böse Koffer? Jetzt stehe ich hier hinten. Ha. Tja, warte mal, ich komme mal. Da habe ich wohl etwa Glück gehabt, muss ich sagen. Und? So. Und hier noch letzten. Zack, perfekt. Sehr schön. Okay, dann geht's jetzt sogar zu den Passagieren. Guck mal, wie die Vorsicht. Du musst hier richtig schnell durchlaufen. Pass auf. Hä, kann man das schaffen überhaupt? Das ist voll schwer. Hä? Ach, man kann hier auf die Bank rauf, Okay, gut, sehr gut. So, dann hier auf die Bank, wir warten. Und jetzt warten. Schnell. Okay. Das war schon mal echt mega, mega knapp, muss ich gerade sagen, was du da gerade gemacht hast. Holy moly. Okay. So, dann haben wir noch Bücher. Hier? Das sind Reisepässe. Das ist Reisepässe, die müssen die auch vorzeigen, sagt er hier. Ja, okay. Zeigt mir ihre Reisepässe, okay? Wir schleichen uns einfach an dem vorbei. An dem vorbei. Hier geht's weiter. Ohne Probleme. Okay, und Checkpoint. Wir können ja anscheinend... Oh, wir müssen die richtige Tür wählen. Das ist natürlich die hier, die grüne. Was soll, weißt du das? Ihre Farbe ändern. Guck mal, jetzt musst du und jetzt kann ich hier auch wieder durchgehen. Und hier auch noch schnell. Oh. Ja. Nein, was gerade an die Falsche. Ja, tja. Die denken doch mittlerweile bestimmt schon, dass ich Waffen dabei habe. Ja, das glaube ich auch. Und ich schmuggel hier nichts. Ich hab das gar nicht berührt. Dritte auch mit, jetzt warten wir hier natürlich und jetzt gleich. Warte jetzt mal lieber. Ja. Checkpoint. Und sehr schön. Die haben mir einfach den Kaffee umgekippt, warum auch immer. Was? Also am besten. Ja, aber die zumachen, weißt du, die wollen doch alle noch nach Hause. Stimmt, ist so. Guck mal, jetzt müssen wir am besten jetzt schnell über den heißen Kaffee springen. Ja, so. Ganz vorsichtig. Genau, sehr gut. Die auch die Koffer wieder mitnehmen. Oh. Alles klar. So, und hier. Guck mal, was ist das denn jetzt hier? Das sind was soll das sein? Sind das Batterien? Nein, das ist so Säure oder so. Das ist von der Kanalisation hier, glaube ich. Oder von diesen Lüftungsschächten, glaube ich. Ja, oder das sind Batterien. Das sind so Batterien, die ausgelaufen sind. Stimmt, das ist echt eine Batterie. Stimmt, die sind ausgelaufen. Ja, ich glaube, die sind ausgelaufen. Warum ist jetzt hier auch noch eine Schere am Start? Vielleicht wurden die damit aufgeschnitten. Ja, ich berühre es doch gar nicht die ganze Zeit. Vielleicht wurden die damit aufgeschnitten. Kann natürlich auch sein, ne? So, vorsichtig. Ey, du musst echt aufpassen. Das ist echt richtig, richtig giftige Säure hier anscheinend. So, und Perfekt. Da ist das Ding. Schneid das da drin? Hä? Yo, wir sind hier draußen, Alter. Wir können mit dem Flugzeug fliegen. Oh mein Gott. Okay, pass auf, warte mal. Wir müssen jetzt hier nur gucken. Wo müssen wir denn lang? Ich glaube hier lang, Kaspar. Ich glaube hier müssen wir so lang. So ausgelaufenes Öl? So, ja. Und ist das dann eine Schlange oder was richtig ist das im, da? Im Zickzack hier, ne? Aua. So, hier ganz kurz nochmal mitnehmen. Dann können wir hier noch ganz kurz die Koffer so mitnehmen. Oh Gott. Hier. Ist die Frage, gehen wir hier links? Nee, wir müssen hier über die Schlange. Pass auf, ich weiß nicht, ob es eine Schlange ist oder vielleicht so ein Ölschlauch oder Tankschlauch. Ja, stimmt, das kann auch sein, ne? Ja, das kann... Oh, man muss auch hier über diese ganzen Hütchen rüberspringen. Ja. Und nochmal Nein, Kaspar! Und juhu! Kaspar hat's geschafft! Okay! Sehr gut! So, okay, dann können wir jetzt hier, glaube ich, müssen wir ins Flugzeug rein hier einfach? Oh, ja, ich bin im Flugzeug drin! Ja, sehr gut, ich auch! So, und jetzt, wir müssen den richtigen Sitz finden. Dann würde ich mal sagen, da vielleicht, wo der Pfeil hin zeigt. Ja, vielleicht ist es der. Ab zum Sitz. Oh mein Gott. Was passiert hier im Flugzeug, Alter? Was? Das ist ja richtig, richtig verrückt hier drin, muss ich sagen. Okay, komm, wir passen auf hier, dürfen da nicht reinfallen. Also sei echt vorsichtig, Kaspar, ne? Du musst echt aufpassen. Ich weiß, da hat auch jemand Batterien mit an Bord geschmuggelt oder so. Stimmt, das glaube ich auch. Guck dir mal den hier an. Richtig, dein Tentakelkopf. So, dann hier, wieder Checkpoint gönnen, okay? Jo, nehme ich mit. Und dann können wir auch schon wieder, oh Gott,
Ja. Dann können wir auch schon wieder hier ganz entspannt. Das sind Stromkabel! Ja, ja, genau, das sind so Kabel, die darfst du nicht berühren. Pass auf, nicht, dass du die berührst. Und? Wenn du die berührst, dann war's das. Und hier so. Ist aufgebrochen. Oh, ich sehe es gerade. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hey, wir sind direkt hier. Oh! Die schweben hier rum. Die schweben, hier ist so. Los. Wir auch. Oh mein Gott. Guck mal, wie langsam wir sind. Wie kommen wir denn da jetzt rüber? Okay, wir müssen warten, bis die quasi so ihr ist ja, einmal okay, rumgedrückt sind. Ja, Kaspar, du bist auf einem guten Kurs. Ich komm. Du bist auf einem sehr guten Kurs. Wie langsam ich einfach bin. Ich bin auch voll langsam, Alter. Oh mein Gott, das ist einfach schwer. Ach, stürzen wir gerade ab oder wieso ist das so langsam? Ich glaube, wir stürzen. Meinst echt du, wir stürzen? Ja, ich bin wieder schnell. Ich glaube, ich nur der Raum. Sehr gut. Oh ja. Gleich. Ja, du schaffst das. Oh, ja, okay, sehr gut. Okay, Checkpoint, okay, sehr okay, schön. Okay. Oh, wir müssen springen, sagt er da hinten, sehe ich schon. Nein! Was? Hier ist ein Loch drin. Ja, stimmt. Loch. Das Flugzeug ist abgestürzt. Wir wurden getroffen von irgendwas. Hilfe. Hier, gib mir den Fallschirm. Ja, gib mir den Fallschirm. Guck mal hier. Okay, und? Ja, ich habe auch einen. Abfahrt. Bist du bereit? Wow. Abfahrt. Was? Oh mein Gott. Wir sind gestrandet auf dem Wasser. Nein, wir sind auf einer einsamen Insel. Ist so, aber wir sind hier anscheinend sicher. Jetzt müssen wir nur noch über die ganzen Seesterne rüberspringen. Stimmt. Okay, hier. Ganz vorsichtig, Kaspar. Ganz vorsichtig. Nein. Ich komm wieder, alles gut. Ich kann zum Glück schwimmen. Oh mein Gott, so jetzt hier ganz kurz. Zack. Ey, zum Glück haben wir das überlebt, da den Absprung. Ja, das hätte auch richtig böse enden können, ne? Ja. So, guck mal hier, da springst du sehr gut, muss ich sagen. Sehr schön. Optimal. So, ganz vorsichtig. Okay, da okay. So, und hier rüber, siehst du, da ist das Ding. Sehr gut. Okay, dann geht's ja auch schon über die Kisten. Über die Fässer? Ja, okay. Genau, die Fässer meine ich. Und dann hat das irgendein Pirat hier verloren oder so? Das meinst könnte du? Natürlich auch sein, ne? Dass ein Pirat hier auch irgendwie die Insel oder so hat. So, hier. Ja. Ganz hier rüber. Vorsichtig jetzt. Was sehe ich denn da drüben, das Lilane? Oh, es sieht aus wie so ein Tentakelmonster. Das ist, glaube ich, von dem Tentakelkopf der Bruder. Das ist der Kraken. Nein, Kaspar. Das ist der Kraken, was? Oh mein Gott. Also ich bin zurückgeschwommen. Hier so über die Baumstämme rüber. Ja. Also heute habe ich es auch mit meinen Augen. Ja, du schaffst das. Okay, so, ich glaube an dich. Perfekt. So, da ist es. Hier darfst du nur nicht seine Dingens. Wie heißt denn das? Die Tinte. Die Tintenbälle. Oh, so. Die Tintenbälle dürfen wir nicht berühren, aber alles gut. Okay, alles entspannt. Alles gut, er hat uns nicht getan. Er hat uns echt nichts getan, muss ich sagen. Ja, so, können wir hier noch jetzt, kommen die Kisten, wie du gesagt stimmt hast. Stimmt, jetzt kommen die Kisten. Die habe ich nämlich natürlich schon vorhin gesehen. Deswegen habe ich das gesagt. Ja, hast du schon gesehen wahrscheinlich. Oh, hey, sag mal. Ey, Kaspar, also, fällt schon wieder runter. Ich habe es beim Sprunggelenk heute, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. So, du musst dich beeilen, hier wird gleich ein Boot respawnen. Was? Ja. Ich brauch's wohl, ich muss mein Boot. So, ja, los. Boot. Komm, Boot. Da drüben ist es, das ist so ein Floß oder so. Ja, hier. Schnell, und ich kann mich durch. Ich will nach vorne. Ich sitze vorne, okay. Dann würde ich sagen, düsen wir los, Kaspar. Ey, guck mal, da rechts ist unser Flugzeug, da rechts. Oh mein Gott, stimmt. Das ist echt abgestürzt, ne? Ey, wir haben es gerade noch rausgeschafft. Oh mein Gott. Okay. Was? Moment, was ist jetzt hier? Ja. Wir sind hier angekommen. Hä? Wir haben es geschafft. Oder was? Wir haben es überlebt. Juhu. Ja, juhu, Kaspar. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Sehr gut. Das soll auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass mich vergessen. Ein Like und ein Abo da. Check eins von meinem Video aus. Einmal draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.